Ah, muss. So, herzlich willkommen hier am Schleizer Dreieck. Eine Runde mit mir mal zu Fuß oder mal ohne Speedtempo. Wie gesagt, das ist die Start- und Zielgerade. Hier findet die Startaufstellung für die ganzen Rennen statt. Hier wird auch die Zeit genommen. Vom Zeittraining jeder Runde wird hier aktualisiert, dann im Computer oder auf dem Datenblatt angewiesen. Man startet hier an der Ziellinie bzw. in welcher Reihe man steht, fährt hier zügig zur ersten Kurve hoch, die mit dem dritten Gang genommen wird. Und das Weitere erzähle ich euch dann vor Ort. Gehen wir die Strecke mal durch zusammen, dass jeder sich mal ein Bild machen kann. Wir als Fahrer können da vielleicht doch ein paar mehr Eindrücke verteilen, wie wenn man nur langsam mit 60 mit dem Auto hier lang fährt. Da kann ich euch da über Tricks und über Kniffe noch erklären. Also hier sind wir in Schleiz an der ersten Kurve angelangt nach Start und Ziel. Es ist eine markante Stelle, sage ich mal, zu überholen. Die langen Zielgerade leidet zum Windschatten fahren. Dadurch auch eine gute Überholmöglichkeit hier in die schnelle Rechtskurve mit dem dritten Gang gefahren. Wichtig ist aber, die Kurve nicht zu schnell reinzufahren, dass man auch den Speed hoch zum Buchübel mitbringt und auch die Linie noch hält. Die nächste Sektion am Buchübel zu fahren, dass man dann auch mit Speed hier den Berg hoch geht. Aber ich denke, das haben wir ganz gut im Griff. Wie gesagt, im dritten Gang gefahren, ca. mit 160. Ist eine kleine Welle hier im Scheitelpunkt drin. Dort muss man aufpassen, hält man sich ein bisschen weiter inne, vermeidet man die Welle, ist im Scheitelpunkt zwar nicht so schnell, aber kommt mit einem guten Speed dann hoch zum Buchhügel. Ja, wie schon erwähnt, ein markanter Punkt an der Strecke, die erste Kurve, sicherlich auch sehr wichtig nach dem Start, dort hier mit als erster einzubiegen, um dann, sage ich mal, das Tempo mit der Spitze hier hochzugehen. Wenn man sich ein bisschen vertut durch die Welle oder ist ein bisschen zu schnell, kommt man hier auf den Randstreifen. Man hat hier keine Curbs, das ist eigentlich selten auf einer Rennstrecke, deswegen vielleicht auch eine Naturrennstrecke. Dort vielleicht auch das Gas dann zurückgenommen, um, sage ich mal, keinen Highsider zu fabrizieren, weil der Dreck und der Kies ist rutschig. Aber mit einer guten Linie und ein bisschen mit Kopf einschalten, sollte man eigentlich die weiße Linie erkennen und dann einen ordentlichen sauberen Strich hoch zum Buchhügel erwischen. Ja, hier sind wir an einem ganz markanten Punkt, sage ich mal, von der Strecke in Schleiz angelangt. Das ist der Buchhügel. Eine sehr flüssige Stelle, sage ich mal, hier auf dem Kurs. Man fährt hier mit dem dritten Gang und muss hier versuchen, eine gute Linie zu erwischen. Man kommt hier oben in die Linkskurve rein, versuchen weit außen oder weit innen zu bleiben, dann von außen hier in diese Rechtskurve einzubiegen, die dann hier runterführt in die Stadt. Das ist ein sehr schnelles Stück, deswegen wichtig ist, hier ganz innen zu bleiben, um dann die Links noch optimal zu nehmen, um den Schwung mit auf die Gerade dann runter bis in die Stadt zu nehmen. Ich sage mal, das ist sehr wichtig fürs Zeittraining, dort eine gute Linie zu fahren. Dort kann man mächtig Zeit machen, aber kann auch viel Zeit liegen lassen. Und natürlich in der Auslaufrunde, die Tribünen hier, Hauptpunkt an der Strecke, sage ich mal, wo er voll besetzt zur IDM wieder sein wird. Und ich freue mich schon riesig, da wieder gut und schnell durchzufahren. Das ist die Einfahrt zur Stadtkurve, einer der zwei großen Mutkurven hier auf dem Schleizer Dreieck. Hier oben über die Kuppe wird das Motorrad sehr leicht und man kriegt leichtes Lenkerpendeln. Man muss sehr gut auf dem Motorrad sitzen und das Gewicht ordentlich verlagern. Dann kommt man hier zum Anbremspunkt. Das wird hier ungefähr bei der Einfahrt hier ungefähr sein. Das ist eine schöne Stelle zum Überholen, weil man, sage ich mal, doch viel Zunder hier runter kommt mit 220 circa, bremst dann hier an, geht in die Stadtkurve rein. Dort kann man auch sehr viel Meter gut machen. Wichtig ist aber trotzdem, den Schwung dort mit auf die Schikane reinzunehmen, weil zu eng dort reingefahren erwischt man die Sektion dann auch in der Schikane nicht richtig. Man muss dort von außen wieder rein, eine flüssige Linie in der Schikane und dann den Speed hinten runter in die Seng-Schikane mitzunehmen. Das ist sehr wichtig, um dort, sage ich mal, gutes Tempo zu machen.
Hier in der Passage, wie gesagt, ist wichtig, aus der Schikane viel Schwung mit in den Senkabschnitt zu nehmen, um dort, sage ich mal, mit einem guten Speed dort unten anzukommen. Dort kann man auch sehr viel Meter machen. Ist eine Mutkurve unten, für mich öfters mal eine gute Stelle zum Überholen, weil ich doch eigentlich sehr lang stehen lassen kann. Aber wie gesagt, eine wichtige Linie aus der Schikane ist hier das Wichtigste, um dann richtig Speed zu machen und dann ordentlich mit dem sechsten Gang bis in das Seng reinzufahren. Und die Stelle ist dann, sage ich mal, noch eine größere Mutkurve wie jetzt die Stadtkurve. Und dort kann man auch sehr viel Zeit gewinnen oder auch verlieren. Hier ist einer der, sage ich mal, tückigsten Stellen auf dem Schleizer Dreieck. Sehr schnell, eine Passage mit 220, was wir mit der Supersport hier drauf haben. Wie gesagt, hier zeichnet sich auch ein Ende hin, wer gute Kondition hat oder nicht. Durch den schnellen Richtungswechsel und der hohen Geschwindigkeit hier oben von der rechts in die links rein, erwischt man die Sektion dann eher gut oder dann halt auch nicht so gut, wer konditionell nicht gut drauf ist. Und man braucht halt, sage ich mal, auch ein bisschen Mut, um, sage ich mal, das Stück hier dann ab dem Umlegen in die rechts, in die Linkskurve hier, um das Vollgas zu nehmen. Aber mir gefällt das Stück. Ich liebe eigentlich die Hochgeschwindigkeitskurven und mir macht es, sage ich mal, wenig aus. Aber wie gesagt, es ist eine Schlüsselstelle, auch konditionell mäßig. Zeichnet sich hier das Rennende hin schon aus, wer hier Kraft hat oder nicht, um das Motorrad bei der Geschwindigkeit noch so schnell umzulegen. Wenn man sich überlegt, man kommt mit 220 hier oben an und muss bei 220 innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde das Motorrad von links auf rechts bewegen, um die Sektion dann hier ordentlich zu bekommen, den Berg hoch. Das erfordert schon eine Menge an Kraft und ist auch eine Herausforderung, sage ich mal, für jeden Rennfahrer, weil es doch nicht ganz einfach zu fahren ist. Ja, wenn man dann sauber durch die Sektion gekommen ist, wo man mal annehmen fürs Rennen oder fürs Training, fährt man hier mit Schwung auf diese Rechtskurve zu. Das ist die Anbindung in die Kurz- oder in die Querspange dann auf Start und Ziel. Hier ist es sehr wichtig, sage ich mal, dann dort den optimalen Bremspunkt zu erwischen, um die Rechtskurve, sage ich mal, sehr flüssig noch zu nehmen, weil es wird im, wir schalten hier vom sechsten runter in den vierten und dann nochmal zwei Gänge runter in den zweiten Gang, um dann die Anbindungskurve, was wir gleich sehen werden, dann optimal zum Rausbeschleunigen zu nutzen. Aber hier ist wichtig, der Schwung mitzunehmen, flüssig in die rechts reinrollen zu lassen und dort kann man auch viel Zeit gewinnen oder Zeit verlieren. Ist eine schwierige Überholstelle, weil hier die Linie sehr geschnitten wird und dort sich in den kurzen Stück vorbeizupressen, ist, sage ich mal, ist ein bisschen mit Glück verbunden oder beziehungsweise man muss ein bisschen, sage ich mal, die Augen aufhalten, dass da kein Zusammenstoß dann passiert. Ja, hier sind wir am langsamsten Punkt der Strecke. Das ist die Anbindung, sage ich mal, zur Querspange rüber. Man kommt hier mit dem zweiten Gang, sage ich mal, rausgefahren. Hier ist es sehr wichtig, den Schwung mitzunehmen auf die lange Gerade hier, die ca. 800 Meter ist. Und wie gesagt, eine gute Linie ist ja wichtig, dass man den Scheitelpunkt in der zweiten Gangkurve ordentlich erwischt, um dann ordentlich am Hahn zu sein, um dann das Tempo mit hier auf die Gerade zu nehmen, wo dann wieder eine gute Überholmöglichkeit Ende der Geraden ist, weil man sich im Windschatten doch die Zeit nehmen kann, sich anzusaugen oder vielleicht dann auf der Bremse vorbeizugehen. So, hier sind wir im letzten Streckenabschnitt von Schleiz, von der Naturrennstrecke. Das ist die letzte Schikane vor Start und Ziel. Hier ist es sehr wichtig, sauber reinzufahren, eine gute Linie zu halten und dann in die Links viel, viel Schwung mitzunehmen auf die lange Start- und Zielgerade. Das ist nochmal eine sehr gute Überholmöglichkeit, hier hochwärts zu überholen. Sie geht leicht bergauf mit 220 bis zum Bremspunkt, werden wir Geschwindigkeit drauf bekommen. Und wie gesagt, hier ist auch eine gute Möglichkeit, aus dem Windschatten auszuscheren oder sich anzusaugen und dort vorne dann in die erste Links nach Start und Ziel dann zu überholen. Das wäre, wie gesagt, eine Runde auf dem Schleizer Dreieck und
Jeder kann sich von außen da mal ein Bild machen, wie es in Natura aussieht und wie schnell wir da sind. Und es ist eine Augenweide, sage ich mal, auf so einer Naturrennstrecke, die Motorräder fahren zu sehen, beziehungsweise mir als Fahrer gefällt es auch super, hier zu fahren. Und deswegen hoffen wir auch auf ein gutes Rennen von mir. Danke.